Zahnerkrankungen zählen zu den häufigsten Gesundheitsproblemen, denen wir täglich gegen ein Viertel beistehen. Eine der häufigsten Behandlungen für ein Viertel eher beschadigte oder abgebrochene Zähne ist die Anfertigung einer Zahnkrone. Doch wie erfolgt der Erhalt einer Zahnkrone und worauf sollte man dabei achten? 1. Diagnose und Vorbereitung. Der erste Schritt auf dem Weg zur Zahnkrone ist die Diagnose und die entsprechende Vorbereitung. Ihr Zahnarzt wird Zuna-CHSD den betroffenen Zahn GAA ein Viertel endlich untersuchen, um festzustellen, ob eine Krone erforderlich ist. In einigen Fällen kann eine Wurzelkanalbehandlung notwendig sein, bevor die Krone angepasst werden kann. Ihr Zahnarzt wird auch Röntgenaufnahmen machen, um den Zustand des betroffenen Zahns genauer zu beurteilen. 2. Auswahl des Materials. Zahnkronen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, darunter Keramik, Metalllegierungen oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel ihrer ästhetischen Präferenz, dem Standort des betroffenen Zahns und ihrem Budget. Ihr Zahnarzt wird Ihnen dabei helfen, das richtige Material für ein Viertel eher Ihre individuellen Beda-Einviertelöffnisse auszuwählen. 3. Abdrucknahme. Nach der Diagnose und der Auswahl des Materials wird Ihr Zahnarzt einen Abdruck Ihres Zahns nehmen. Dieser Abdruck wird dann an ein zahntechnisches Labor geschickt, in dem Ihre Zahnkrone individuell angefertigt wird. Es kann einige Tage dauern, bis die Krone fertig ist, daher erhalten Sie in der Regel eine provisorische Krone, um den beschadigten Zahn in der Zwischenzeit zu schonen. 4. Anpassung und Eingliederung. Sobald die Zahnkrone fertiggestellt ist, wird Ihr Zahnarzt diese auf Ihren Zahn anpassen und anbringen. Zuna-CHSD wird die Krone auf Ihre Passform A1/1/1/1/FT und gegebenenfalls angepasst. Anschließend wird die Krone fest auf den Zahn zementiert, um einen dauerhaften Halt zu gewährleisten. Nach der Einsetzung der Krone wird Ihr Zahnarzt nochmals die Passform A1/1/1/1/F und sicherstellen, dass Sie sich wohl A1/1/1/1/F nennen. 5. Pflege und Wartung. Eine Zahnkrone erfordert regelmäßige Pflege, um ihre Langlebigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, den Bereich um die Krone herum GAA1/1/1 endlich zu reinigen und regelmäßig Zahnseide zu benutzen, um Zahnfleischentzündungen und Karies zu vermeiden. Darüber hinaus sollten Sie regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt wahrnehmen, um sicherzustellen, dass die Krone gut sitzt und keine Schäden aufweist. Insgesamt ist der Erhalt einer Zahnkrone ein relativ einfacher und schmerzloser Prozess, der dazu beiträgt, beschadigte Zähne zu reparieren und ihre Funktionalität wiederherzustellen. Indem Sie die oben genannten Schritte befolgen und eine gute Mundhygiene praktizieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnkrone lange hält und Ihr Lächeln strahlend bleibt. Vergessen Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren, wenn Sie weitere Fragen zur Zahnkrone haben oder eine Behandlung benötigen. Ihre Zahngesundheit liegt Ihnen am Herzen, also kein Viertel mehren Sie sich gut um sie.